Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Resident Evil Zero. Ja, wir hängen noch immer im Keller und wir sind hier noch immer dabei, das Tierrätsel, oder wie es auch immer heißt, zu lösen. Das Rätsel mit den Tieren, das Kellerrätsel, ich weiß nicht, das Feuerschalenrätsel. Ich habe echt keine Ahnung. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt im Übrigen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Welches ist denn für uns das stärkste Tier? Vermutlich der Panther. Der Panther frisst dann den Adler. Der Adler frisst die Schlange. Die Schlange frisst das Pferd. Ich habe keine Ahnung. Oder ist das stärkst? Keine List wird der Geschwindigkeit meiner flinken Glieder gerecht. Also ist das Pferd stärker als der Wolf. Der Wolf, dank meiner List besiege ich selbst das größte gehörnte Biest. Es gibt nur ein gehörntes Biest und das ist der Hirsch. Also besiegt das Pferd den Wolf und der Wolf den Hirsch. Dann haben wir die drei. Aber wie geht's dann weiter? Der Panther würde den Hirsch besiegen. Also besiegt der Panther den... Wir machen das mal. Guck mal. Mal jetzt mal so. Das Pferd. Gut, er besiegt ja den Wolf nicht. Er fällt nur nicht auf seine List hinein. So, den Wolf. Der Wolf besiegt den Hirsch. Der Hirsch besiegt aber nichts. Ich hätte jetzt vielleicht den Panther gedacht. Oder Puma, was es auch immer sein soll. So. Der besiegt wiederum den Adler. Der besiegt die Schlange. Oder ist das mächtigste Tier wirklich der Adler? Dann würde es ja heißen, der Adler besiegt die Schlange. Die Schlange besiegt den Puma. Der Puma besiegt das Pferd. Das Pferd besiegt den Wolf, weil der Wolf seine List nicht gegen ihn verwenden kann. Also ist jetzt erstmal meine Theorie. Und der Wolf frisst dann den Hirsch. Nee. Sechs Seelen, gefesselt von den Ketten des Todes. Entfachen sie die Flammen des Lebens mit den Geistern der Schwachen. Vielleicht andersrum? Welcher ist denn der Stärkste? Der Stärkste ist ja dementsprechend der Adler. Oder? Der kann ja... Wir haben hier eigentlich nichts, was ihn besiegen kann. Ich meine, ein Puma besiegt doch den Adler nicht. Außer jetzt, er liegt am Boden oder so. Aber dann schafft es auch die Schlange oder der Wolf. Aber gehen wir davon aus, der Adler ist der Stärkste. So. Der Adler besiegt die Schlange. Die Schlange besiegt dann den Puma. Der Puma arbeitet nicht mit List, sondern mit Geschwindigkeit. Und arbeitet, vernichtet dann das Pferd. Das Pferd ist stärker, beziehungsweise wegen der List überwältigt er den Wolf. Aber der Wolf überwältigt den Hirsch. Vielleicht, wenn wir mit den Schwächsten dann anfangen, dann haben wir den Hirsch. So. Der Hirsch besiegt den Wolf. Der Wolf schafft es dann doch mit seiner List, das Pferd zu besiegen. Das Pferd wiederum schafft es, schneller zu laufen als... Oh, Puma, Panther.
Ich weiß nicht, was es sein soll. Leopard? Keine Ahnung. So. Der besiegt die Schlange. Und die Schlange vergiftet dann den Adler. Alter! Oh, so ein Kackrätsel. Oh ne. Und schon wieder Türen. Ich hab doch keine Lust darauf. This way. Roger. Gehen wir erstmal hier rein, oder? Ich weiß nicht, ob sie schon dabei ist. Hier bei dem Rätsel, ich hätte den Puma für das stärkste Wesen gehalten. Oh. Hier ist eine Platte. Aber wir haben keinen Platz mehr. So ein Ding ist das. Mal kurz ein paar Sachen zurück, wa? Was soll ich sagen? Ich hab den Panther, Puma, Tiger, Löwe, Leopard, was auch immer, für das stärkste Tier gehalten. Und dachte, er bezwingt den Adler. Aber ich glaube, der Adler kann ja nicht bezwungen, weil er immer in der Luft ist. Keine Ahnung. Also bringen wir ein paar Sachen jetzt hier hin. Weiß man noch nicht genau was alles, aber wir bringen erstmal ein paar Sachen hier hin. Wir hatten eine Wassertür, ne? You stay here. Ja. Du bleibst hier. Nee, er muss mit. Oder? Ja, er kann hier bleiben. Wir legen von Rebecca jetzt einfach mal die Kiste und die Magnum-Munition ab. Die braucht sie ja nicht. Also diesen Aktenkoffer und gehen wir zurück. Und zwei Plätze sind jetzt auch nicht der Oberhammer. Aber immerhin. This way. Okay. Wir hätten den Schlüssel auch ablegen können mit dem Wasserzeichen, aber gut. Vorerst können wir den ja mitnehmen. Mann. Wir brauchen hier auf jeden Fall die Platte, die hier unten liegt. Unity. Wir nehmen
jetzt die Weinflasche auch erstmal mit. So, und gucken im nächsten Raum. Das Rätsel mit den Tieren macht mich immer noch fertig. Oh, ich hoffe, keine Spinnen wieder. Oh Mann. Zettel. Tagebuch des was? MGMT-Praktikanten. Woran arbeitet Marcus, der Leiter, bloß die ganze Zeit? Woher rührt sein abartiges Interesse an Igeln? Interesse? Manchmal scheint es eher Liebe zu sein. Angeblich sind diese Igel äußerst gefährlich. Dennis bekam hohes Fieber, als er eines der Igel berührte. Heute hörte ich es wieder. Ein schreckliches Stöhnen hinter dieser Tür. Schlafende Hunde soll, ich halte mich fern. Selbst wenn der Leiter was anderes befiehlt, will nicht so enden wie Dennis. Der arme Kerl, diese ständige Kratzen, schon allein vom Zusehen juckt es mich überall. Muss abhauen, aber wie? Dennis weg, ich geh Hunger. Hilfe, Mama. Klingt qualvoll. So, ich habe keinen Platz mehr. Waren jetzt nur für ein Farbband und eine Pflanze drin. Ja gut, und ein Bericht. Kranke Scheiße. Bis man darauf kommt, dass man mit dem Schwächsten anfangen muss. Und dann muss man doch erstmal rausfinden, wer wohl wem frisst. Wirklich verrückt. Aber wirklich clever gemacht. Wirklich gut. Muss man gestehen. Wirklich, wirklich gut. Wenn du das Rätsel gemacht hast. Stay here. Ja. Yep. Oh Mann, nee. Eigentlich müsste ich die eine Platte schon wegbringen. Warte mal. Kurz hier hinlegen. So, die nehmen wir mit. Die legen wir direkt hier vor dem Eingang. Damit wir die auch nicht vergessen. Ach Kacke, mein Farbband ist da hinten noch, ne? So. Come on. Okay. Jetzt gehen wir nochmal zurück und holen die Farbbänder, denn ich weiß nicht mehr, wo ich die anderen hingelegt habe. Ach doch, da, wo die Affen kamen. Aber macht ja auch nichts. Wie gesagt, für die, die sich wundern, wenn ich nach da gucke, mein Hund liegt dort. Und immer wenn er sich bewegt, werfe ich mal einen Blick rüber. Um zu gucken, was er wieder veranstaltet.
Aktuell hat er ein bisschen Magenprobleme. Aber okay. Er ist halt nicht mehr der Jüngste und ich mache mir schnell große Sorgen um ihn. So, können wir das auch nochmal schnell bei der Farbmaschine hinlegen? Farbmaschine. Schreibmaschine natürlich. Farbmaschine. Hier wird der Speicherstand jetzt gemalt. Nicht mehr aufgeschrieben, sondern gemalt. So. Ich hoffe, das war das letzte Mal, dass wir hier runter mussten. Ich würde sagen, wir hauen jetzt mal eine Speicherung rein und dann gehen wir zum Wasserschlüssel. Oder zum Eingang vom Wasserschlüssel. Inhalt wird gespeichert. Das letzte Mal gespeichert hatten wir ja, als sie runtergefallen ist, ne? Die gute Rebecca. So, dann nehmen wir den guten Billy. Let's split up. Okay. Come on. Roger. Ne, sie soll schon wieder mitkommen. War ja hier, ne? Oh Gott, irgendwas piekst mich hier gerade am Bein. So. Hier war das. Ich glaube, hier war die Wassertür drin. Wolli. Sie haben den Anlagenschlüssel verwendet. Diesen Schlüssel brauchen sie nicht mehr. Wegwerfen, jawohl. Oh, weg die Kacke. Bitte! Nein, 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 bitte! Rausgehen, schnell rausgehen. Oh, beide auf Warnung. Und natürlich hat beide nichts mit. So, langsam wird alles ein bisschen mau hier. Aber okay. Überall liegt da noch ein bisschen was rum an Kräutern. Aber das wollte ich gar nicht. So. Ich würde sagen, wir fangen direkt hier an. Oh ne. Oh, ich glaube, Billy ist fast tot. Der ist kritisch, der Gute. Wir sollten mal zurückgehen. Ich glaube, wir sollten besser heilen. Ich weiß nicht, wie viele Schleimers hier noch kommen.
Ja, ist erstmal kritisch. Schön. Waren hier oben Pflanzen? Ich meine, hier war ja ein großer Gegner. Vielleicht sind hier ja auch große Pflanzen. Sieht nicht so aus. Komm, Billylein. Ich glaube, hier ist irgendwo ein Erste-Hilfe-Spray. So, wir wollten auf jeden Fall die Brandgranaten mitnehmen. Dann gucken wir mal. Ah, guck mal, hier liegt ein Erste-Hilfe-Spray. Gut, sollte reichen. Sie ist zwar noch ein bisschen angeschlagen, aber... ja, besser als kritisch. Auch die schwere Munition wird jetzt ein bisschen kritisch, ne? Also wir haben keine Brandgranaten mehr. Oder halt Explosionsgranaten. Wir haben kaum noch Schrotflinten-Muni. Mal sehen. Da waren wir. Schraubstock. Aus, als wäre diese Geräte erst kürzlich benutzt worden. Okay. Gucken, was hier los ist. Oh ne. Das war noch spielbar aus Klavierspielen. Klar. Mhm. Warte mal, wenn ich jetzt die Batterie nehme, geht bestimmt die Tür zu.
Wusste ich. Flasche mit dir. Und die Magnum-Muni. Warum findet sie so viel Flaschen? 6 Stuk. Okay, die nächste Tür ist sehr groß, glaube ich. Also der nächste Raum. Da oben der. Kommt erstmal wieder so ein Zwischenflur. So, dann gehen wir entweder erst nach rechts oder erst nach links. So, eine Schimmeltür schon wieder. Ah, da ist doch was drin, oder? Steintafel eingespannt. Der Griff fehlt, daher ist der Schraubstock nutzlos. Den haben wir doch aber hier. Ui. Gehorsamssteintafel mitnehmen. Schön. Wir haben zwar keine Plätze mehr frei, aber schön. Wo haben wir denn noch ein bisschen Benzin? So eine Steintafel. Oh, hier haben wir noch jede Menge. Alles das, was wir vom Dings mitgebracht haben. Hier sind gar keine Objekte. Blö. Für die anderen fehlt mir die Karte wahrscheinlich, ne? Ah, okay, Freunde, wir werden die Folge hier einmal beenden, bevor wir weitermachen. Dann sind wir wieder richtig drin im Geschäft. Ja, wir werden dann, wie gesagt, in der nächsten Folge rübergehen zur nächsten Tür. Da, die einzige, die noch da ist. Und gucken, was da abgeht. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Lasst mir was da. Passt auf euch auf und bis dahin. Ciao, ciao.